Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr seht, ich befinde mich wieder in Linz und zwar für die nächsten 6 Wochen. Ich bin hier die nächsten 6 Wochen zur Vorbereitung für die Europameisterschaften. Und wir haben heute Freitag, morgen findet die erste EM-Qualifikation im Rahmen von einem Länderkampf statt. Und ich dachte, ich fange heute schon mal an mit Vloggen. Heute ist nämlich dann das Podiumstraining heute Nachmittag. Also das letzte Training vor dem Wettkampf. Und ja, ich bin jetzt gerade erst aufgestanden, jetzt gibt es gleich Frühstück. Heute nehme ich euch einfach heute und morgen mit und zeige euch, was so abgeht. Und ich hoffe, dass ich wieder genauso gut turnen kann wie bei den Staatsmeisterschaften. Wirklich, ich bin immer noch überwältigt, was ich da eigentlich geschafft habe. Und ich werde euch auch ganz grob zeigen, was ich heute und morgen so esse. Es hat euch auch interessiert, was ich zu einer Wettkampfvorbereitung esse. Aber falls ihr mein What I Eat in a Week noch nicht gesehen habt, da habe ich euch eine ganze Woche lang mitgenommen und habe euch gezeigt, was ich so esse. Schaut euch das gerne an. Und dann gibt es jetzt erstmal mein Porridge, wie jeden Tag. A few moments later. So, Haushalt ist jetzt auch erledigt. Ich werde mich jetzt noch eine Weile an meinen Laptop setzen. Ich habe noch einiges abzuarbeiten. Ich muss noch Mails beantworten. Heute ist der erste vom neuen Monat. Heißt, ich muss meine Kontoauszüge checken und das ganze Finanzzeug machen. Richtig Bock drauf. Ich habe noch ein Interview und zwar erscheint bald in der Bravo. Das sagt einigen von euch bestimmt was. Ich habe da, als ich kleiner war, über die Dr. Sommer Sparte gelesen und war so voll halt. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wer auch noch die Bravo kennt und immer Dr. Sommer gelesen hat. Ich bin gespannt. Ja, deswegen, da werde ich bald erscheinen. Näheres dazu sage ich euch dann noch. Am besten ihr folgt mir dazu auf Instagram. Da sage ich euch dann, wie, wo, wann, was abgeht. I don't know why, aber meine Haut ist gerade so am Ausrasten. Ich weiß nicht, ob es ist, weil ich Stress habe oder weil ich bald meine Tage bekomme oder whatever. Ich habe mir jetzt einfach so eine Gesichtsmaske drauf. Okay, ich sehe wieder aus wie ein normaler Mensch. Ich bin gerade nebenher noch ein bisschen am Gummibärchen welchem Snacken. Es gibt in Linz nämlich so einen Haribo Store. Die haben hier nämlich das Werk. Und da ist alles so viel günstiger. Und ich war da vor 2 Tagen. Haribo kann schon was. Leute, schaut mal, wie delicious ist. Ich habe mit Tomate Mozzarella, mit Balsamico gemacht. Und noch ein Brötchen, beziehungsweise sagt man ja nicht Brötchen, sondern Bäcker mit Guacamole. Mm. Ist gerade auch schon mal am Vorkochen, weil ich habe keinen Bock, morgen beim Wettkampf ist dann auch noch ewig lang in der Küche zu stehen. Deswegen mache ich Nudeln mit Tomatensauce und Feta. So, um zu wissen, ob eine Nudel fertig ist, macht man das doch einfach so und probiert, oder nicht? Ich habe mich jetzt auch ready gemacht fürs Training. Die Palme sitzt, die wird nachher bestimmt noch 1 Meter vorne wandern und dann irgendwo da enden. Das ist mein Turnanzug von heute. Also kurze Evaluation zum Training. Meine Palme ist definitiv nach oben gewandert. Ich konnte jetzt im Training leider nicht mitfilmen, weil es war halt niemand da, der mich filmen konnte. Das Training lief okay. Ich habe im Sprung einfach eine Arschbombe gemacht, weil ich bin so mit den Händen so weggerutscht beim Überschlag. Habe ich halt eine Arschbombe hingelegt. Das war nicht so geil. Ansonsten Boden war ganz gut. Barren auch. Barren hat sich ein bisschen komisch angefühlt. Balken war wie immer gut. Und ja, ich versuche einfach morgen mit dem gleichen Mindset wie in Graz ranzugehen und dann wird es hoffentlich. Lasst uns mein Abendessen. Ich hatte von heute Mittag noch Guacamole, deswegen habe ich mir jetzt ein Brötchen gemacht und Gemüse und Rührei. Und Leute, das hier ist der Pottich übrigens vom Haribo Store, was ich erzählt habe. Da unten sind auch noch so Würmchen drin, weil es bringt ja nichts, wenn ich euch einfach nur zeige, dass ich gesundes esse. Es ist nämlich nicht so. Ich esse auch am Tag vor dem Wettkampf noch ein paar Gummibärchen, weil ich muss gar nicht sagen, warum, weil ich habe ja gerade Bock drauf. Good morning, meine Lieben. Wir haben Samstag. Heute ist Wettkampftag. Ich habe mir gerade eben schon mal ein Müsli gemacht, wie immer Porridge. Und ja, ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Boah, es ist einfach viel zu hell. Ich kriege meine Augen noch gar nicht auf. So, meine lieben Freunde, ich habe mich jetzt auch ready gemacht. Ich bin geschminkt. Meine Frise, die kommt gleich noch, aber ich will die noch nicht jetzt machen, weil ich kriege immer so Kopfweh. Meine Haare zieht es immer so nach hinten, dass meine Augen so klein sind. Ja, aber das ist der Turnanzug für heute. So, Krönchen sitzt auch, wie immer. Und jetzt kann es losgehen. Woohoo!
So, zu Barren gibt es wieder ein Voice-Over. Da dachte ich so, okay, heute mal Handstand gemacht. Und dann so, okay, lang fallen und hängen oder auch nicht. Ich bin halt mal wieder so geil auf meine Knie gefallen. Richtig cool. Und ihr müsst wissen, eine Übung mit Sturz ist so viel anstrengender als ohne Sturz. Deswegen hatte ich dann mäßig Bock weiterzumachen. Aber ich dachte so, komm, reiß dich jetzt zusammen. Der Park war dann ganz schön. Und dann dachte ich so, okay, jetzt verkack's nicht. Mach den Chapeau schnell. Und jetzt Schwung und Schlagen. Und ich hätte mir persönlich den Überflieger nicht als Handstand gezählt, aber wurde als Handstand genommen. Und den Konter habe ich dann gedacht, so, wow, okay, ein bisschen mit Schwung heute, nice. Jetzt verkackt die Riesenganze nicht und Schlag, okay, die war ein bisschen scheiße, egal. Jetzt stell den Abgang noch hin, dreh und stehen. Yes! Am Bike habe ich irgendwie immer Schiss, dass ich den Angang verkacke, aber es klappt jedes Mal, deswegen weiß ich eigentlich nicht, warum ich da Angst habe. Dann kam die Drehung und da denke ich mir jedes Mal, hoffentlich habe ich den richtigen Drehsocke für den heutigen Tag ausgewählt. Heute war mein Glückssocke tatsächlich ein Socke, der ein Loch hatte. Aber das musste der Glückssocke sein. So, beim Fliegspreis dachte ich, okay, komm, spring ab und bring die Hüfte und feste Arme und steh. Ja, kleiner Wackler, aber ganz gut. Dann ein bisschen abdancen, hier ein bisschen shaken, da ein bisschen shaken. So, spring ab, Arme. Und nochmal abspringen. Sehr schön. Nochmal ein bisschen dancen. Dancen. So, dann kam die Tauerdrehung und dann dachte ich so, scheiße. Das Ding ist, die Drehung war halt nicht rum und es ist ein D-Element und dann fehlt mir das halt. Und ich muss halt dann einfach noch eine, was ist das, eine R- oder eine B-Drehung machen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich dann halt weniger Ausgangswert, was ein bisschen ärgerlich war, aber ja, zusammen passieren. Dann dachte ich so, okay, spring ab und fest. Okay, kleiner Wackler, kann man verkraften. Dann nochmal ein bisschen abdancen. Und nochmal Luft holen für das letzte Element. Jetzt reiß ich zusammen und spring ab. Und lande. Ah, perfekt. Schön, ohne Wackler. Okay, konzentrier dich. Jetzt kommt nur noch der Abgang. Und jetzt konzentrier dich. Und spring wenigstens einmal jetzt gescheit ab. Und dann lande deinen Abgang. Und schiu! Und steh. Nice! Von Boden zeige ich einfach nur meine Akros. Der Doppelsalto war halt mal wieder ohne Armschwung, aber ich stehe irgendwie trotzdem. Den Sprung hätte ich mir jetzt gegeben, aber der war nicht rum. Die Schraube vorwärts war ganz gut. Und die letzte Akro habe ich eigentlich auch noch ganz gut hinbekommen. Und dann noch einmal abspringen und nice. Wettkampf geschafft. Wochenende. Oh mein Gott. Alter, warte, ich muss euch ganz kurz zeigen, worauf ich stehe. Das ist so ein Wackelding. Und mein Handy ist hier in irgendeiner Flasche, dass ich hier High-Quality-Content für euch aufnehmen kann. Alter, kann das mal stehen bleiben? So. Mann! Wettkampfresümee. Ich bin eigentlich echt zufrieden. Klar, okay, Staatsmeisterschaften waren besser. Ihr habt meine Übungen gesehen. Am Sprung habe ich einen richtig guten Sprung gemacht. Es hat im Einturn wieder nicht funktioniert. Ich habe dann spontan im Kurzeinturn entschieden, dass ich dann doch mit halber Drehung mache. Irgendwie, wenn ich es nicht einturne und dann aber vor dem Sprungtisch stehe und beschließe, ich mache mit halber Drehung, dann renne ich irgendwie ums Überleben. Ich habe da voll Überlebensinstinkt, weil ich denke, ich lande auf der Fresse. Deswegen, das war gut. Am Barren bin ich Jäger nicht gehangen, was sehr unglücklich ist, weil ich wieder auf meine Knie gefallen bin. Die sind jetzt wieder, sieht man das? Nee, keine Ahnung. Ich blende euch ein Video ein. Die sind jetzt richtig schön fett und blau. Ich hätte auch einfach hängen können oder nicht auf meinen Knien landen können, aber egal. Worauf ich richtig stolz bin, ist, dass ich meine Übung noch schön zu Ende gemacht habe, weil das muss man auch erstmal hinkriegen, wenn man beim ersten Element stürzt, noch schön weiter zu tun. Und ich hatte auch eine relativ hohe Wertung dafür, dass ich einen Sturz hatte, deswegen, that's nice. Und Balken war schön, bis auf den Sturz. Und der Rest der Übung war nahezu perfekt, deswegen, das war gut. Und mit Boden bin ich auch all in all sehr zufrieden. Also ja, es sind noch 5 Wochen bis zur EM. Deswegen ist es noch Zeit, um diese Kleinigkeiten auszubessern. An der Stelle beenden wir dann jetzt auch mal das Video, bevor es mich jetzt hier noch runterhaut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video super gerne einen Daumen nach oben hoch, wenn es euch gefallen hat. Ich gebe hier wirklich vollen Einsatz für euch. Und lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr keine Videos von mir verpassen wollt. Bekommt ihr direkt eine Benachrichtigung, wenn Frau Kröll ein neues Video hochgeladen hat. Und könnt ihr mal bitte kommentieren, wie ihr meine Krone findet.
Menschen sagen, es sieht aus wie die Krone von King Julien, deswegen bin ich jetzt Queen Julien. Was sagen wir dazu? Hat schon was von der Krone, oder? Okay, ich laber zu viel. Bye!